Servus liebe Landtechnik-Fans und herzlich willkommen bei AgroPictures. Bestimmt könnt ihr euch noch an unseren Technik-Check mit Kubota vom letzten Sommer erinnern. Heute ist es wieder soweit. Die Traktoren sind die gleichen geblieben, nur die Jahreszeit ist eine andere. Hinter mir warten die Maschinen schon auf ihren Einsatz. Schneepflüge und Schneefräsen von Karlbacher, die passenden Traktoren von Kubota und für den Vortrieb sorgen Schneeketten von PEWAG. Warum sich diese Kombination besonders gut für den Winterdienst eignet, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Eins kann ich euch schon verraten, die Farbe Kommunalorange gehört bei Kubota zur Serienausstattung. In diesem Sinne, viel Spaß mit unserem Technikcheck. Im Frühjahr, wenn sich der Schnee langsam in höhere Lagen zurückzieht, dann ist es Zeit, um auch die Bergstraßen aus dem Winterschlaf zu erwecken. Es ist Mitte März. Mit einem Konvoi aus Schneeräumgeräten fahren wir vom Tal hinauf zum Kitzbüheler Horn. Die Panoramastraße, die bis zum Alpenhaus auf 1670 Metern führt, ist um diese Zeit noch für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Mit jeder Kehre wird es winterlicher, bis wir schließlich inmitten der weißen Pracht angekommen sind. Für diesen Einsatz hat uns Kubota drei Traktoren aus verschiedenen Baureihen mitgebracht. Die passenden Anbaugeräte kommen vom ortsansässigen Winterdienstspezialisten Karlbacher. Für sicheres Vorankommen auf rutschigem Untergrund haben wir die Räder in Ketten gelegt. Schneeketten, die uns die Firma PEWAG dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Wir nehmen jetzt ein Gespann nach dem anderen in Betrieb und zeigen euch die technischen Besonderheiten. Los geht's mit dem Kubota M5092. Mit 96 PS, das leistungsschwächere von zwei Modellen der M5-Baureihe. Eine kompakte und wendige Maschine, die vor allem bei Kommunen sehr beliebt ist. Vorne angebaut ist ein zweischariger DS-Mehrzweck-Schneepflug, der sich über den Frontlader-Joystick steuern lässt. Ein Klassiker im Karlbacher-Sortiment und zugleich das Einstiegsmodell der Hochgebirgsschneepflüge. Das kompakte und dennoch stabile Räumschild passt perfekt zu Traktoren dieser Leistungsklasse. Um die enormen Schubkräfte aufzunehmen, ist der M5 mit einer fest verbauten Kommunalplatte ausgestattet, die sich nach hinten über einen stabilen Unterzug abstützt. Eine Lösung, die der Frontkraftheber-Spezialist Folger speziell für diesen Traktor entwickelt hat. Für guten Wartungszugang lässt sich die einteilige Motorhaube weit öffnen. Darunter schlägt ein 3,8 Liter Vierzylinderherz von Kubota, das die Abgasnorm der Stufe 5 erfüllt. Das Getriebe lässt sich direkt und weich schalten. Es bietet 36 Vorwärts- und ebenso viele Rückwärtsgänge. Mit dem linken Hebel wechselt man die 6 Hauptgänge und die beiden Lastschaltstufen. Daneben gibt es einen weiteren Hebel für die drei Gruppen. Auf Wunsch bietet Kubota zusätzlich ein Kriechganggetriebe an. Die Fahrtrichtung ändert man, ohne zu kuppeln, elektrohydraulisch, mit einem Hebel links unter dem Lenkrad. Gut gefallen hat uns die für diese Leistungsklasse sehr geräumige Kabine mit bequemem Beifahrersitz. Große Glasflächen und die abfallende Motorhaube erlauben freie Sicht nach vorn auf das Räumschild. Neben einer Klimaanlage gehört auch eine beheizbare Heckscheibe zur Serienausstattung. Für spezielle Anwendungen bietet Kubota den M5 auch ohne Kabine an. Weiter geht's mit dem M6 142. Das Topmodell aus der M6-Baureihe, mit der Kubota seit 2020 am Markt ist. Schon bei unserem Grünlandeinsatz im Allgäu hat dieser Traktor seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Da überrascht es uns nicht, dass er auch im Winterdienst eine gute Figur macht. Angebaut ist hier ein 2,50 Meter breiter Praxos Gleitschar-Schneepflug, der mit seinem aggressiven Anstellwinkel den hartgefrorenen Schnee von der Fahrbahn schält. Zur Aufnahme wurde eine Kommunalplatte an den Frontkraftheber gekoppelt. Auch dieses Räumschild konnten wir bequem und intuitiv über den Frontlader-Joystick steuern. Vor und zurück zum Heben und Senken. Mit seitlichen Bewegungen bestimmt man die Schrägstellung. Über die Wölbung wird der Schnee seitlich ausgeworfen.
Für eine zuverlässige Überfahrsicherung sorgen Rückholelemente aus Gummi. Ein jahrzehntelang bewährtes System, das es so nur bei Kalbacher gibt. Für den Antrieb sorgt ein 6,1 Liter Vierzylindermotor aus eigener Fertigung. Das hubraumstärkste Triebwerk in dieser Leistungsklasse, das je nach Modell 123, 133 oder wie in unserem Fall 143 PS auf die Kurbelwelle stemmt. Bei Transportfahrten über 20 km/h gibt die Elektronik nochmal zusätzliche 20 PS als Boostleistung frei. Wir wollen dem M6 jetzt so richtig auf den Zahn fühlen und tauschen deshalb das Räumschild gegen eine Schneefräse. Eine KFS 850 mit einer Arbeitsbreite von 2,5 Metern. Die Abkürzung KFS steht für Kalbacher Frässchleuder, also eine Kombination aus Schneefräse und Schleuder. Gemeint ist das zweistufige System, bei dem der Schnee zuerst von der rotierenden Spirale abgefräst wird, bevor ihn das Schleuderrad nach oben über den beweglichen Kamin auswirft. Eine integrierte Nockenschaltkupplung schützt das Gerät bei Fremdkörperkontakt vor Überlast. Der Schnee ist kompakt und pickelhart gefroren. Trotzdem kämpft sich der M6 mit der Fräse tapfer vorwärts. Der hubraumstarke Motor stellt sein volles Drehmoment über ein weites Drehzahlband zur Verfügung. Und auch ohne Kriechgang-Untersetzung, die gibt es auf Wunsch, können wir hier langsam genug fahren. 0,9 Stundenkilometer bei Nenndrehzahl sind es im kleinsten Gang. Perfekt für diese Arbeit. Mit 8 Lastschaltstufen und 3 Gruppen kommt das Getriebe auf insgesamt 24 Gänge für jede Fahrtrichtung. Mit dem optionalen Kriechganggetriebe sind es 32 Gänge. Ein Highlight ist die B-Speed-Funktion, die ab einem bestimmten Lenkeinschlag automatisch die Drehzahl der Vorderräder erhöht und den Traktor damit regelrecht in die Kurve zieht. Das erlaubt bei Bedarf sehr enge Wendemanöver. Weil die Gelegenheit gut passt, unterstützen wir den Pächter dieser Hütte bei der Schneeräumung und ersparen ihm damit vermutlich stundenlange schweißtreibende Handarbeit. Jetzt ist es aber an der Zeit, unseren größten Traktor ins Rennen zu schicken. Den M7 153. Das mittlere Modell der aktuellen M7-Baureihe, die Kubota in Frankreich speziell für den europäischen Markt fertigt. Unter der Haube arbeitet der gleiche Motor wie im M6. Um seine 150 PS zu bändigen, hat uns Kalbacher die KFS 1050 zur Verfügung gestellt. Eine sehr leistungsstarke Frässchleuder, die auch an deutlich größeren Traktoren zum Einsatz kommt. Wir fahren das Gerät direkt am Frontkraftheber. Für eine exakte Führung lässt sich die gefederte Vorderachse beim M7 auf Block sperren. 200 Kilogramm schwere Radgewichte drücken die Hinterreifen samt Ketten in den Schnee und sorgen so für sichere Traktion. Das Anbaugerät war mit einem schwenkbaren Schleuderradgehäuse ausgestattet. Damit kann man den Schnee kraftsparend in hohem Bogen direkt seitlich auswerfen. Natürlich ist aber auch die gezielte Ablage über den Kamin möglich. Obwohl es den M7 auch stufenlos gibt, haben wir uns bewusst für ein Modell mit Lastschaltgetriebe entschieden. In der von uns gefahrenen Premium-Ausführung mit Kriechgang-Option stehen 54 Vorwärts- und 27 Rückwärtsgänge zur Verfügung, was für die allermeisten Anwendungen mehr als ausreichend sein dürfte. Dank seines großen Hubraums können wir den Motor ordentlich drücken. Beim Transport, aber auch bei schweren Zapfwellenarbeiten, gibt die Elektronik zusätzlich bis zu 20 PS als Boostleistung frei. 20 PS, die wir hier beim Einsatz mit der großen Schneefräse gut gebrauchen können. Spätestens in der Kabine spürt man Kubotas Premium-Anspruch in dieser Klasse. Ein geräumiger und sehr leiser Arbeitsplatz mit guter Rundumsicht und durchdachtem Bedienkonzept. Alle drei Traktoren waren im Heck mit Kalbacher Streuern ausgerüstet, die es wahlweise als Selbstlader oder auch als klassisches Dreipunktgerät mit einer oder zwei getrennten Kammern für den kombinierten Einsatz mit Salz und Split gibt. Die Ausbringmenge wird automatisch wegabhängig geregelt.
Das Streubild lässt sich auf Wunsch elektrisch verändern. Mit der optional erhältlichen Isobus-Steuerung kann man alle Einstellungen direkt am Traktorterminal vornehmen. Eine praktische Plug-and-Play-Lösung, die gut zum Kubota M7 passt. Für uns gehen zwei spannende Drehtage in Tirol zu Ende. Liebe Zuschauer, jetzt seid ihr an der Reihe. Wie gefallen euch die drei Traktoren? Und welcher ist euer Favorit? M5, M6 oder doch der M7? Schreibt uns gerne eure Meinung unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch dieser Technik-Check gefallen hat. Wenn ihr mehr über die Traktoren und Anbaugeräte von Kubota erfahren wollt, dann schaut euch auch unbedingt das Grünland-Video vom letzten Jahr an. Diesen und viele weitere Einsatzberichte findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Für euch gibt's jetzt ein stimmungsvolles Finale mit zwei Schneefräsen im Sonnenuntergang. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.